Willkommen bei einem neuen Kunstvlog, dem ersten im neuen Jahr. Kennt ihr das? Man steht vor einem Kunstwerk und sieht erst einmal nichts. Oder man sieht zwar etwas, aber es sagt einem irgendwie nichts. Wenn ihr an eurer Bildkompetenz zweifelt, tröstet es vielleicht zu hören, dass es mir auch nach Jahren als professionelle Kunstkritikerin immer wieder so ergeht. Als Kunstkritiker kann es sogar noch schlimmer sein und einen die Interpretationsversagensangst befallen. Ein Wort, das vom Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich stammt. Da kann es unglaublich entspannend sein, sich in einer Gruppe gemeinsam der Bildbetrachtung hinzugeben. Viele Museen bieten das an, auch das Kunsthaus Zürich. Hier gibt es mehrmals pro Jahr Dialoge zwischen einer Kunsthistorikerin und wechselnden TheologInnen. Es gelingt immer wieder, tiefer zu blicken. Zum Beispiel beim Seemann bei Untergehender Sonne 1888 von Vincent van Gogh. Ist das ein religiöses Bild? Fragt die Kunsthistorikerin Sibyl Kraft in die Runde. Und kaum einer denkt, dass es religiös sei. Der Seemann ist ein Bild, eine Metapher für Jesus, der das Wort Gottes aussät. Nun gut, aber vielleicht ist die Motivwahl dennoch zufällig. Nun befindet sich die Sonne allerdings an einer Stelle, die sie wie ein Heiligenschein des Seemanns aussehen lässt. Okay, an der rein weltlichen Interpretation kommen Zweifel auf. Es ist bekannt, dass Vincent van Gogh ein zu Lebzeiten gescheiterter Maler war. Weniger bekannt ist, dass der Sohn eines Pastors der reformierten Kirche Hollands auch ein gescheiterter Pfarrer und Prediger war. In Briefen schrieb er, er wolle mit Malerei predigen. Okay, der Seemann ist wohl ein religiös interpretierbares Bild. Dies hier ist das Gemälde Alpweiden von Giovanni Segantini. Ein Panorama, angeregt von den Bergen im schweizerischen Savigny. Ein Hirte, ein religiös interpretierbares Motiv. Die Nähe klingt ja hier schon beim Namen an. Hirte, Pastor. Der Hirte schläft. Ist das ein gutes Zeichen? Brauchen die Schafe seine Aufsicht nicht? Oder doch? Und sie sind ungeschützt? Zu dieser Deutung passt, dass sich die AktivistInnen von Last Generation gerade dieses Bild ausgesucht haben, um sich aus Protest gegen ungebremste Umweltzerstörung dran zu kleben. Was denkst du, ist das Bild gut ausgewählt für diesen Zweck? Und was, denkst du, predigt Van Gogh?